Gott, ich habe mir meine MAC-Lippenstifte angeschaut und mir ist aufgefallen, dass ein paar gekippt sind. Und ich habe mir gedacht, ich mache gleich ein Video und sortiere sie gleich aus. Ist ja nicht verkehrt, oder? Ich habe eh nicht so gute Videoideen in letzter Zeit. Also zeige ich euch gleich meine Sammlung. Einen habe ich jetzt in meiner Handtasche, das ist der Full Fuser. Wenn ich dran denke, hole ich ihn, wenn nicht... Der landet sowieso sich in ein Favoritenvideo, weil ich ihn euch unbedingt zeigen will, weil das ist ein so schöner Lippenstift, den hatte ich gestern drauf. Ja, und deswegen probiere ich so dazwischen jetzt meine MAC-Lippenstifte, weil ich habe auch viele, die ich noch nie benutzt habe, so wie den ich heute trage. Das ist nämlich der Red Note. Und der sieht so aus. Den habe ich auch gerade aktuell auf der Lippe. Ich bin so verliebt in die Farbe. Und ich habe ehrlich gesagt sehr, sehr Angst, dass mir die neuen Farben so schnell kippen, weil... Mir fällt nämlich auf, dass bei mir das meistens die neuen Farben sind, die kippen. Die ich schon über 10 Jahre habe, die nicht so, aber die neuen Farben, ja. Was ich noch aussortieren werde, ich finde, das gehört beim MAC-Lippenstift ja einfach dazu. Ich muss mir das unbedingt neu kaufen. Ich war gestern beim MAC und habe gar nicht dran gedacht. Das ist das MAC Prep and Prime. Ich liebe es. Meines ist sogar fast leer, aber ich finde, das stinkt. Das riecht so komisch und deswegen benutze ich es lieber nicht mehr. Es ist auch schon sehr, sehr alt, deswegen... Ich werde es in die Back-to-Mac-Kiste schmeißen und werde mir ein neues kaufen. Weil ich hoffe, dass wir doch jetzt wieder mehr Lippenstifte tragen können. Mal schauen. So viele sind es gar nicht mehr. Da liegen welche, da sind noch 5. Einen habe ich noch weggelegt, weil den habe ich hier oben. So viele sind es eigentlich gar nicht mehr. Und ich glaube, es werden noch ziemlich wenig werden. Ich habe die immer in dieser Aufbewahrung hier. Das heißt, wenn ich gleich merke, ob er gut ist oder schlecht ist, werde ich ihn entweder auf die Seite geben oder ich packe ihn gleich hier rein. So, fangen wir mal mit einem an. Das ist aus einer Disney-Kollektion. Das war der Raja Lippenstift. Von der Aladdin-Kollektion war der. Ich hoffe, dass der nicht gekippt ist. Soll ich sie auch swatchen? Auch könnte ich auch eigentlich machen. Außer die neuen. Der riecht noch normal. Soll ich ihn swatchen? Also ich swatche auf jeden Fall die, was ich schon mal benutzt habe. Die noch ganz neu sind, die hasse ich, wenn ich sie... auf der Hand zuerst swatch. Ich mag das Gefühl auf den Lippen. Klingt vielleicht doof, aber das war schon immer so bei meinen Lippenstiften. Das ist der Raja. Sieht nicht schlecht aus. Dann, den weiß ich, dass der noch gut riecht, weil den habe ich vor kurzem erst oben gehabt. Das ist der, wie heißt denn der? Smoked Almond heißt der. Der sieht so aus. Der ist wunderschön, den habe ich vor kurzem noch oben gehabt. Da ist er. Der ist so, so schön. Ich liebe die Farbe. So, dann haben wir als nächstes aus einer ganz, ganz alten MAC-Kollektion den C'est La Vie. Das ist so ein... Der riecht aber auch noch normal. Auch noch nach diesem ganz klassischen, normalen Vanille-Duft. Der ist halt ein knallig rot. Ich liebe diese Farbe. Ich sollte die öfter tragen, bevor mir die wirklich kippen. Noch ausnutzen, jetzt wo ich in Urlaub bin. Den werde ich nicht auftragen, weil den habe ich leider noch nie benutzt. Ich bin halt da so empfindlich. Was soll ich machen? Ich mag das nicht. Ich mag das, wenn man einen MAC-Lippenstift das erste dann auf den Lippen aufträgt. Vielleicht tue ich ihn hinten so ein bisschen swatchen. So. So sieht er aus. Das ist von einer Kollektion gewesen. Der Framboise Moi oder so heißt er. Ich zeige es euch so. Ich hoffe, man kann es lesen. Der sieht so aus. Kommt ein bisschen dunkel in der Kamera rüber. Ich meine, er ist ein dunkles Lila eigentlich, glaube ich. Ich meine, man kann es ja da sehen. Das ist er. Ich liebe das, wenn sie noch ganz unbenutzt sind und man benutzt sie dann das erste Mal auf den Lippen. Ich liebe das bei meinen Lippenstiften. Ich weiß, da habe ich einen kleinen Tick. Steinigt es mich nicht, aber... Wie gebe ich denn das am besten? Ich habe nämlich noch einen bunten. Ich hoffe, dass der auch noch okay ist. Das ist nämlich... Auch aus einer Kollektion. Das war... Boah, wir hatten die geheißen Surfer Babe oder so. Der stinkt leider. Ich kann euch mal die Farbe zeigen. Aber der stinkt leider. Dabei habe ich den so gut benutzt. Seht ihr das? Da war ich echt fleißig, den zu benutzen. Oh, das ist schon mal der erste, der auf der Seite landet. Dann habe ich einen von einer Disney LA auch. Von der Maleficent LA. Ich bin mir echt nicht sicher bei dem. Ich lasse ihn noch in der Sammlung drin, weil ich halt echt nicht weiß, ob der jetzt auch kippt ist oder nicht. Dann habe ich hier den Runway Red. Boot, den habe ich mal aus einer Kollektion noch gekauft. Der riecht aber auch noch normal. Bei manchen merkt man es gleich und bei manchen irgendwie nicht. Der sieht so aus.
komplett gleich, oder? Rot habe ich zu viele. Viel zu viele. Dann habe ich hier einen Viva Glam, den Niki. Das ist immer so komisch, wenn man sich nicht sicher ist, ob die... Aber der ist nicht Keep. Den habe ich auch vor kurzem oben gehabt. Der hat auch ganz normal gerochen. Na, der ist nicht Keep. Man riecht das nämlich sofort. Der sieht so aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Der ist nämlich auch eine wunderschöne Farbe. Habe ich hier vor kurzem noch oben gehabt auch. Dann haben wir... Habe ich gar keine Viva Glam mehr. Ich habe irgendwo noch einen. Das ist nicht alles. Mir fehlen welche. Muss ich dann schnell in meine Handtaschen schauen. Ich glaube, mir fehlen zwei. Den Pfiff Lipgloss werde ich auch aussortieren, weil der riecht komisch. Ich habe ihn nämlich vorher auftragen wollen und dann ist mir aufgefallen, dass der ziemlich komisch riecht. Ja, der riecht nach Plastik. Also der kommt leider auch weg. Kommt auch in die Back-to-Make-Kiste. Dann habe ich hier den im Passion-Tester, glaube ich. Das war einer meiner absoluten Lieblinge. Der riecht so ähnlich wie der Maleficent Lippenstift. Der sieht so aus. Ich meine, es wäre kein Wunder, wenn der umkippen würde, weil der ist schon sehr alt. Aber ich bin mir bei dem auch nicht sicher. Das heißt, ich gebe den unter den Maleficent, damit ich weiß, dass die in der Mitte ziemlich kompliziert sind. Das ist der nächste, das Heavy Cake. Ich swatch ihn euch erstmal. Der ist noch normal. Also da merke ich jetzt nichts. Das ist der hier auf der Seite. Ich habe das ein bisschen blöd geswatcht gerade. Das ist der Heavy Cake. Ein Clinique-Lippenstift hat sich da auch reingeschummelt. Dann habe ich den MAC Media und den liebe ich. Der riecht auch noch normal. Ich swatch die jetzt mal da. Das ist so eine geile Farbe, der Media. Da ist er. Ich liebe den MAC Media. Dann haben wir den Raspberry Swirl. Der war auch mal... Na, der riecht genauso komisch wie ein anderer, den ich in der Hand gehabt habe vorher. Der ist aber so schön. Sieht man, Gott, dämliches Swatch hier. Aber der riecht echt komisch. Also das will ich auf meinen Lippen nicht haben. Wenn ich das so rieche, dann kriege ich gleich die Krise. Okay. Einen, wo ich weiß, dass der gekippt ist, wo mir das Herz blutet. Das ist von einer Disney-Kollektion, der heißt Toxic Tail. Das war einer meiner absoluten Lieblingslippenstifte von MAC. Und jetzt passt mal auf die Farbe auf. Ich glaube, oder? Na, doch nicht. Oh. Nein, er ist nicht kippt. Nein, doch nicht. Das war Gott sei Dank nur Einbildung. Der sieht... Ich swatch so doof. Der schaut so aus. Bei dem bin ich mir auch nicht sicher. Ich muss noch aufpassen, dass ich nicht noch irgendwann Lippenstift auf der Nase habe. Ich werde mal kurz das abschminken, weil ich glaube, sonst wird das ein bisschen dramatisch da. Die lassen halt so ein Stain, seht ihr das? Die meisten? Voll krass. So, machen wir mal weiter. Den Cozy Up, den mochte ich ja auch sehr gerne. Der ist auch relativ gut benutzt, aber der riecht komisch. Der riecht wirklich komisch. Und ich habe den aber so gern benutzt. Er schaut so aus. Der riecht so wie... Ich weiß es nicht. Ich traue mich den halt auch auf die Lippen nicht geben. Bei dem bin ich mal echt unsicher. Ich lege ihn kurz auf die Seite. Nifty Neon ist einer meiner neuesten Lippenstifte gewesen von MAC. Und der... Der riecht echt ekelhaft. Der riecht wirklich ekelhaft. Und ich bin so furchtbar traurig. Der war nämlich Limited Edition. Ich fand die Farbe so wunderschön. Und ich hatte den noch nicht mal lange. Und der ist kaputt. So schade. Das ist wirklich extrem schade. Watch Me Simmer. Da bin ich mir auch nicht sicher. Aber der riecht auch schon ein bisschen merkwürdig. Ich habe halt Angst dann, wenn ich die alle auf den Lippen verwende, dass ich dann von dem die ganze Zeit die Fieberblasen kriege.
Bei dem bin ich mir auch nicht sicher, aber ich habe den halt schon so lang, deswegen würde ich ihn schon eigentlich aussortieren müssen. Oh nein, Playtime. Das ist auch einer meiner absoluten Lieblinge, was auch ein bisschen verwendet ist. Den habe ich mal in der Disco verloren und habe bald einen Herzinfarkt bekommen. Der sieht so aus. Nein. Ach, bitte nicht. Der riecht auch schon so komisch. Ach Gott. Ich glaube, den werde ich aber zu Macken mitnehmen und schauen, ob es einen Ersatz gibt. Das ist echt schade, dass der komisch riecht. Das war einer meiner absoluten Lieblingslila Lippenstifte. Das ist der Captive. Den habe ich mir damals mal bei Back to Mac genommen. Der riecht auch noch normal. Den mag ich auch sehr gern. Sollte ich mal wieder benutzen. Ich habe in letzter Zeit nur so düstere Mac-Lippenstifte irgendwie. Extrem düstere Lippenstifte. Ha, wenn er jetzt was auf die Seite geht. So, dann haben wir da den Candy Yum Yum. Den habe ich vor kurzem noch oben gehabt. Der ist noch okay. Ja, den liebe ich. Candy Yum Yum ist mein absoluter Lieblings-Mac-Lippenstift. Und der darf mir niemals kippen, weil sonst kriege ich einen Herzinfarkt. Dann habe ich hier den Easy Baby, den habe ich auch noch nie verwendet. Ich versuche ihn so auf der Kante zu swatchen. Sieht so aus, ich liebe die Farbe. Ich sage, ich habe in letzter Zeit nur so düstere. Keine Ahnung, woran es liegt. Dann haben wir hier den N, nein, 2N heißt der. Oh je, der wird weiß. Das ist ein komplett krasses Nude. Das sieht man nicht mal. Wo kann ich das swatchen, dass man es sieht? Das ist so ein ganz... Man sieht das nicht. Da ist er, aber das ist so ein richtiger Nude-Ton. Ich bin mir nicht sicher. Der riecht fast gar nicht. Und irgendwie hat er so weiße... Jetzt sieht man es, glaube ich. Seht ihr das? Komisch, oder? Ich überlege, ob ich den mal benutzen soll. Ich habe jetzt zwar diesen schönen von mir oben, aber probieren wir den mal. Bam, der ist hell. Bist du wahnsinnig. Also der ist, oh mein Gott. Der ist halt ein bisschen hell, oder? Warum habe ich mir den damals gekauft? Ich mochte halt solche Farben früher urgerne und deswegen, glaube ich, habe ich mir den damals gekauft. Na, lassen wir es mal so, ne? Das macht mich aber noch blasser, oder? Nein, ist wurscht. Matte Glam, das ist so ein roter Lippenstift. Den habe ich mal bekommen von einer, die was bei MAC gearbeitet hat. Oder sie arbeitet sogar noch. Der riecht auch ein bisschen komisch. Der schaut so aus. Ich glaube aber, den werde ich weggeben. Der fängt so komisch an zum Riechen und ich habe so viele rote Lippenstifte, also gebe ich ihn lieber weg. Dann zeig ich dir, wie viele rote ich habe. Also das ist der Baby's Alright, den habe ich auch noch nie verwendet. Wo kann man den swatchen? Das ist der hier. Finde ich auch schön. Der riecht auch noch ganz normal. Ich zeige euch ihn kurz so in der Lipstick Bullet. Und jetzt zeige ich ihn nochmal geswatcht. Das ist der hier. Der ist auch sehr schön. Es wird immer weniger, aber mein Make-Lip ist, ich kriege einen... Das ist der, den habe ich sogar mal verwendet. Das ist aber nicht jetzt den dann Ernst, oder? Das kann es doch nicht sein, dass der schon so kippt riecht. Den habe ich noch nicht mal so extrem lange. Also, riecht du komisch. Ach Gott, wie kotzt mich das an? Habe ich den jetzt geswatcht? Nein. Oh, der ist aber so schön. Moment kurz. Das ist der hier. Da. Und so sieht er in der Verpackung aus. Ich werde ihn auf die Seite auch legen. Vielleicht gibt es den eh auch nochmal, weil ich finde das scheiße. Aber ich mag die Farbe und jetzt ist er mal kippt. Ja, weil er riecht nach so plastisch. Irgendwie. Und ich habe gehört, dass wenn das so riecht, dass der eben dann gekippt ist. Aber den habe ich noch nicht mal lang. Man sieht, er ist komplett voll noch. Also ich muss mir auf jeden Fall den Cozy abdehnen.
und den Playtime auf die Seite geben. Da ist er. Drei habe ich noch, da muss ich ganz kurz gucken, wo die sind, was mir noch fehlen. Weil mir fehlt ein Viva Glam noch und der Full Fusion fehlt mir noch und noch irgendeiner fehlt mir. Ich bin mein, ich habe noch mehr. Aber wir gucken dann gleich. Das ist der Bricolar und ich glaube, der ist auch kaputt. Ja, ich weine gleich. Also der riecht noch stärker als der Lippenstift so ranzig. Also da, bei dem merkt man es halt wirklich. Bei dem merkt man es extrem. Und den hätte ich aber auch gerne noch einmal, weil den finde ich auch schön. Das ist der da. Super, oder? So. Dann habe ich hier den MAC Red. Den habe ich auch, glaube ich, noch nie verwendet. Den werde ich auch jetzt nicht swatchen, weil ich meine, das ist ein Rot. Der riecht auch noch ganz normal. Und Plain Koi. Der riecht noch ganz normal. Das ist einer meiner absoluten Lieblings Nude-Farben. Oh, der ist so krass ausschaut bei mir. Ach du Scheiße. Der ist aber auch noch halbwegs gut, sag ich jetzt mal. Boah, ich schau aus. Also solche Extremen habe ich nur tragen und irgendwie finde ich das gar nicht mehr so schön bei mir. Jetzt ist ein bisschen abgeschwächter, ist ein bisschen schöner. Aber vielleicht mit einem Lipgloss oder so drüber schaut das dann auch noch ganz anders aus. Aber es ist halt extrem heftig. Oder ich gehe jetzt nur schnell gucken, ob ich die zwei anderen finde. Zwei habe ich noch gefunden. Einmal den Velvet Teddy in Mini. Den habe ich nämlich auch noch. Den habe ich komplett vergessen. Der schaut nur schon so komisch aus von der Verpackung her. Der riecht Gott sei Dank auch noch normal. Ich habe keinen Platz mehr. So. Das ist... Ich swatch so beschissen. Das ist Velvet Teddy. Den lassen wir auch gleich da. Ich meine, der ist so mini, der verschwindet da drin. Und den hatte ich vor kurzem erst drauf. Gestern. Das ist der Full Fusion. Ich schmier ihn jetzt mal wohin. Wohin ihr auch sehen könnt. So. Den liebe ich. Den habe ich vor kurzem erst, wie gesagt, oben gehabt gestern. Also der ist noch komplett okay. Ich sollte halt versuchen, ihn leer zu machen, weil... Das ist auch einer, was ich jetzt am längsten habe. Wie man sehen kann, sind da nicht mehr viele übergeblieben. Ich habe nur Angst, dass mir die rausknallen. Aber es war mal komplett voll bis darunter. Und jetzt sind nur noch die über. Und ich muss noch was beichten. Ich hatte da drinnen auch noch mehr Lippenstifte, weil das sich nicht ausgegangen ist. Und durch das Aussortieren, weil die anderen gekippt sind, sieht man ja, was dabei rauskommt. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr traurig drüber, dass so viele kippt sind und schlecht sind. Besonders der Nifty Neon macht mich extrem traurig, dass der kippt ist. Ich finde das mit den Lipgloss und mit dem MAC Prep and Prime sind es 12, was ich aussortiert habe. 12 von meinen heißgeliebten MAC Lippenstiften. Muss ich da noch irgendwas sagen? Also ich glaube, ich werde nochmal meine Sammlung überdenken. Vielleicht nehme ich mir selber Zeit und gucke nochmal alle durch. Mal schauen. Ich bin echt enttäuscht, dass so viele kaputt gegangen sind. Das macht mich echt traurig. Weil ich liebe die MAC Lippenstifte. Und da macht es mich noch trauriger, wenn die halt so schnell kippt sind. Weil die meisten waren noch relativ neu. Der Nifty Neon und der das waren wenige, die was neu waren. Weil der Toxic Tail, der was schon über 10 Jahre alt ist. Ich sag mal, der riecht so komisch. Und der ist aber schon älter. Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Aber ich werde versuchen, sie öfter zu benutzen. Ich werde wirklich versuchen, sie öfter zu benutzen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Ich hoffe es. Und ich glaube, ich werde nochmal die anderen aussortieren. Vielleicht auch welche verschenken, wenn ich noch mehrere habe, wo ich die nicht zuordnen könnte, welche ich noch behalten will, was noch neu sind vielleicht. Auch vielleicht gebe ich die ganzen Lipgloss weg, weil ich kann nicht so viel verwenden. Wie will ich denn so viel benutzen? Das macht einen schon ganz schön deprimiert, wenn man merkt, dass die so schnell kippen. Ich hatte nie so Probleme mit den MAC Lippenstiften bis jetzt, nie. Das ist jetzt erst eben, ich habe heute mir einen rausgesucht. Ich glaube, den neuen habe ich jetzt auch irgendwo hinpfeffert, den ich jetzt oben habe. Ich Dumpfbacke habe den ich vorher oben hatte, da bei den kaputten dazu geschlichtet. Ich bin ja echt ein Idiot.
Ich habe halt einen rausgesucht heute und habe halt, den habe ich ja vorher oben gehabt, aber ja, also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die nicht mehr so lang halten wie früher. Ja, aber meine Depri-Phase bringt niemandem was, wenn ich jetzt da rumjammer. Ich muss halt nachdenken drüber, ob ich sie nicht wirklich benutze und mir wirklich keine mehr kaufe. Ich habe mir jetzt noch 3 gekauft, was ich nicht hätte machen sollen. Und ich glaube, ich werde mich jetzt nochmal hinsetzen und dann nochmal die Lipgloss und so durchgehen. Und dann zeige ich euch das in einem aussortiert Video dann, wenn ich wirklich noch was aussortiert habe. Weil das ist viel zu viel. Ich kann sowas niemals aufbrauchen. Und ich will mich eigentlich hauptsächlich auf die MAC-Lippenstifte und auf die, was ich noch gern tragen habe jetzt im Urlaub, waren die von The Balm. Diese, wie haben denn die geheißen? Meat Matte Huges oder so. Das war jetzt Dotting zum Beispiel. Den habe ich auch vor kurzem erst oben gehabt und ich habe den geliebt. Oder die Cat Von D, die da. Die finde ich auch super. Das sind dann die Cat Von D, glaube ich. Die mag ich ja auch. Ja, ich muss mal was einfallen lassen. Wirklich was einfallen lassen, weil so kann es nicht weitergehen. Ich habe Angst, dass mir noch mehrere kippen. Ich will ja nicht umsonst was haben, was dann so schnell kippt. Das wollen wir mal nicht, oder? Okay, ich höre jetzt auf zu jammern. Wir sehen sich dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, noch, dass ich Bugs watched habe. Wie findet ihr das, dass ich so viele aussortiert habe, weil sie nicht mehr gut riechen? Ich glaube nämlich, dass es davon auch kam, dass ich eben die Fieberblasen kriege. Aber ich bin mir nicht sicher. Mal schauen, ob es dann wirklich so war oder nicht. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen sich dann im nächsten Video wieder. Bye!